Hi Leute und willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wir haben im letzten Part drei Arenen befreit und möchten jetzt die letzte in Angriff nehmen. Und das ist die da. Oh, guck mal. Fairbelly. Treffen wir noch auf einen Bekannten, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Naja, mehr oder weniger. Fairbelly, genau. So, die Feenarena. Go, go. Yeah, yeah. Betis, was ist mit den Dynamax-Pokémon? Dachte ihr etwa ernsthaft, dass sie mir irgendwelche Probleme bereiten würden? Mir? Dem ganz besonderen Feenarena-Leiter? Der absoluten Spitzenklasse? Ja, stimmt ja. Du bist ja jetzt Arenaleiter. Ja, nur bei der Spitzenklasse bin ich mir nicht so sicher. Ich rechne in der Annahme, dass ihr hier seid, um mir zur Hand zu gehen. Nichts für gut, aber ein Trainer der absoluten Spitzenklasse und der besonderen... ihr wisst schon. Er braucht keine Hilfe. Ein einfaches Danke hätte es auch getan. Wir haben uns Sorgen gemacht. Mit so einem unausstehlichen Arenaleiter kann die nächste Arena-Challenge ja heiter werden. Olivia hat mich hinters Licht geführt und für ihre Zwecke missbraucht. Aber von jetzt an entscheide ich über mein Leben. Ich ganz allein. Und ich entscheide, dass wir beide auf der Stelle gegeneinander kämpfen. Jetzt sogar. Was? Stelle gegeneinander? Ich will kein Spielverderber sein, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Meine Quizfragen konntest du damals auch mit kühlem Kopf beantworten. Es besteht kein Grund, jetzt die Fassung zu verlieren. Bethesda hat eigenhändig drei Dynamax-Pokémon bezwungen und euch somit gewissermaßen etwas zusätzlicher Zeit erkämpft. Außerdem lässt er sich nicht mehr von anderen bei seinen Entscheidungen beeinflussen. Wobei ich ihm schon ein Stück weit meinen Stempel aufgedrückt habe. Jetzt muss ich es erwähnen. Was haben sie wohl? Wer 88 Jahre auf dem Buckel hat, wird ja bestimmt auch die ein oder andere nützliche Weisheit parat haben. Egal. Das hier hat nichts mit Propeller zu tun. Der Kampf ist allein meine Entscheidung. Also los, lass mich nicht länger warten. Kämpf mit mir. Okay. Ich und meine Pokémon mussten wieder bei Null anfangen. Doch die harte Arbeit hat sich gelohnt. Hiermit bekommst du eine exklusive Kostprobe davon, wie weit wir es gebracht haben. Okay. Aus dem Arena-Kampf. Warum nicht? Flunkiefer. Du bist auch zu Stallgattung, oder? Mein Zeit als Arenaleiter hat mich stärker werden lassen als dich. Okay. Toll. Ich weiß nicht, was meine Fähigkeit bringt, aber seine nervt. Wirkungslos, na toll. Wir können nur Feuer benutzen, okay. Sollte aber auch gut sein. Ja, ist es. Gerade wo. Ne, wir bleiben drinne. Effektiv, sehr effektiv, jawohl. Drauf da. Okay, nochmal und das war's. Sehr. Was macht denn sehr? Da war sie einen Tacker voraus. Was hilft dir das jetzt? Gar nichts. Okay. Oh, schön. Auch gut. Das Ding hier levelt echt langsam, muss man sagen, ne? Galoppa.
Wir machen einfach mal weiter. Ja. Aber Giftstreich weiter. Passt schon. Ja, ist mehr als die Hälfte. Das reicht. Psychoklinge. Boah. Das hat definitiv wehgetan. Was war... Was ist da gerade passiert? Okay. Ich weiß es nicht. So, dann Erdbeben. Überlebe. Oh, so das wird easy. So. Der Pferdekampf ist vorbei. Slimbrim. Oh, ist egal. Luca ist tatsächlich der stärkste Champ sein, den die Galarion je hatte. Wir machen das. Dann werde ich dich erst zu deiner Hochform auflaufen lassen. Na ja, gut. Dann. Komm, Boss. So, schön. Sieht voll zufrieden aus. Unmöglich, das kann gar nicht sein. Ich bin doch der Arena-Leiter. Egal. Meine Besonderheit ist wohl doch nicht mehr so besonders. Endlich kann ich auch, ich als Champ anerkennen. Ich dich als Champ anerkennen. Vielen Dank für diesen Kampf. Es fällt mir schwer, das zu offen zuzugeben, aber du hast mir damit auch einige meiner Schwachstellen aufgezeigt. Ich werde an mir arbeiten und ein besserer Trainer werden, solange bis ich das Potenzial von vielen Pokémon vollends ausgereizt habe. Warum fokussierst du dich jetzt nur auf Feen? Das ist nicht so klug. Naja. Als Arenaleiter ist es aber erstmal meine Pflicht, das Stadion wieder auf Vordermann zu bringen. Der Pokémon-Kampf eben war pinker als eine Herde Pipi. Herrlich. Ich will deine Liga-Karte nicht. Ja. Na toll. Sind Pipis wirklich in Herden unterwegs? Obwohl er nicht mehr an der Arena-Challenge teilnehmen durfte, konnte Batiste sich einen Weg ins Turnier erkämpfen. Er ist mit allen Wassern gewaschen. Das muss man ihm lassen. Ja, so langsam verstehe ich auch, wie er es zum Arena-Leiter gebracht hat. Er mag zwar nicht mal meistens etwas anstrengend sein, aber als Trainer hat er es echt drauf. Und die Sache eben ernst. Ja. Ja, bei uns, bei eurem Kampf war nicht zu übersehen, wie sehr er sich ins Zeug legt. Ja, ihr scheint ja massig Zeit zum Plaudern zu haben. Soll ich euch vielleicht noch einen Tee aufsetzen? Schon kapiert, du hast ja recht. Weiter geht's. Wenn ich mich nicht verzählt habe, hätten wir damit alle Stadien abgehakt, jetzt Junge. Jetzt müssen wir nur noch so bald wie möglich diese beiden Clowns schnappen. Richtig. Wenn wir die beiden nicht schnell genug aufhalten, könnte der ganze Käse nämlich wieder von vorne losgehen. Wollte Professor Sanier sich nicht darum kümmern, die beiden ausfindig zu machen? Wenn wir diese Typen das nächste Mal sehen, werden wir sie so richtig fertig machen. Klingelt da nicht gerade dein Smart-Rotom zu mir? Das ist bestimmt Sanier. Zuja, ich bin Sanier. Ich bin gut. Meine Clowns haben sich Zutritt zum Klaustadion verschafft und stehen gerade vor dem Eingang zum Energiewerk. Die Tür dorthin ist zwar verschlossen, aber ich bezweifle, dass die Verriegelung ein ernsthaftes Hindernis für sie darstellen wird. Alles verstanden? Kommt zum Klaustadion. Bald euch. Ich glaube, Sanier hat uns gerade über das Telefon mehr als deutlich mitgeteilt, wie die Lage steht. Also dann nichts hier wie auf zum Klaustadion. Okay.
So hatte ich damit eigentlich gar nicht gerechnet, dass Betis hier alles alleine platt macht, aber okay. So, und wieder zu euch. So, wir müssen erstmal heilen. Das geht so nicht. So können wir keinen Kampf bestreiten. So, wir sind ready. Aber ich möchte gerne mal jetzt das Ding von der Spitze nehmen. Auch wenn es leveltechnisch weiter unten ist als die anderen. Ist nicht so schlimm. Ich meine, ich denke, meine levelt eh relativ langsam. Aber naja. So, was haben wir noch? Wir müssen... Oh, hi. Ah, da bist du ja schon wieder. Ich brauche noch eine Sekunde, okay? Irgendwas stimmt hier nicht, aber ich hab's sicher gleich. Bye, bye. Alles weg, kaputt gebrutzelt. Was denn? Hier wurde entriegelt? Ich wusste schon mal, dass du ein kleines Genie bist, Voldy. Gut gemacht. Weil, weil, weil. Ja, die, beiden Clowns sind da drin. Wir müssen vorsichtig sein. Wo sind die anderen? Wo ist meine Verstärkung? Kavallerie, wo seid ihr? Na gut, dann gehen wir halt alleine. So, was haben wir hier? Oha! Oha! Es ist dir also gelungen, die Lage in den Stadien wieder in den Griff zu bekommen. Ach, die Türverriegelung scheint kein Hindernis für dich gewesen zu sein. Ach, nichts anderes hätte ich von einem Champ erwartet. Lass mal kein etwas Begeisterung über diese ach so mutigen Taten, wenn ich bitten darf. Wuhu, yeah, yeah, wow, cool, man. Was stimmt denn mit denen nicht? Ist ja total gruselig. Warum zwingt ihr Pokémon zur Dynamaximierung? Der Grund dafür sind diese Ammenmärchen, denen ihr Glauben schenkt. Aber wir werden allen die wahre Natur von Zacian und Zamazenta offenbaren. Zacian und Zamazenta haben Gala vor dem Untergang bewahrt. Leichtgläubige Narren. Ich denken kann, wurde uns stets als den direkten Abkömmling der Helden gehuldigt. Doch damit war es schlagartig vorbei, als ihr Unruheschifter Galar vor Endinalos gerettet habt. Und dann muss diese Professorin hier auch noch mit ihrem Buch einen Senf dazugeben. Ja, ganz genau. Buh. Sie sollten sich schämen. Von einem auf den anderen Tag hat sich die Geschichte geändert. Plötzlich sollen diese Pokémon die Helden gewesen sein. Ja. So was würde uns das machen, hm? Wollt ihr damit sagen, dass unsere ehrbaren Vorfahren nichts als Lügner waren? Ihr seid tatsächlich die Nachfahren der Könige Galas? In der Tat. So war es stets und so möge es auch auf ewig bleiben. Die Geschichte in ihrer bisherigen Fassung war die Wahrheit. Und die Wahrheit bedarf keiner Neuinterpretation. Sich lächerliche Geschichten über neue Helden aus den Fingern zu saugen, das ist völliger Unsinn. Das stimmt nicht. Ich habe in meinem Buch nicht gelogen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Zacian und Zamazenta schon seit uralten Zeiten über die Galarien wachen. Ja, wenn dem so ist, machen wir doch die Probe auf Exempel, um zu sehen, welche Version der Geschichte die wahre ist. Sollte es sich bei diesen Kreaturen wirklich um die wahren Helden von Galar handeln, müssten sie eine geballte Ladung an Galar-Partikeln doch eine Fassung mit Fassung tragen können, oder? Aber klar doch, jetzt dämmert's mir. Der ganze Zirkus mit den Dynamax-Pokémon, das waren Testläufe für das große Finale. Habt ihr völlig den Verstand verloren? Ihr wollt die beiden ein Ernsthaftes zum Ausrasten bringen? Schön, dass wenigstens einer hier seine grauen Zellen mit Sauerstoff versorgt und mitdenkt. Mir kommt die Erkenntnis leider ein klitzekleines bisschen zu spät.
Mein herzallerliebstes kleines Brüderchen trifft oben nämlich bereits die letzten Vorkehrungen, während wir hier heiße Luft produzieren. Das lassen wir nicht zu. Spielt ihr etwa mit dem Gedanken, den Lift nach oben zu nehmen? Genialer Plan, es gibt da nur ein Problem. Das müsst ihr noch an uns vorbei. Puh, wir gehen einfach hier hin. Können wir hier eigentlich irgendwas machen? Also theoretisch haben wir ja schon das eigentlich stärkste Pokémon, ne? Die dunkle Nacht. Naja, gehen einfach mal weiter. Jetzt kannst du dich an den Pokémon ergötzen, die ich eigens für diesen Kampf trainiert habe. Aha. Dann bin ich einmal gespannt. Lauchzeller. Was ist das schon wieder los mit dem Viech? So, Zwalak. Ja, das ist ganz hibbelig, wa? Wir gehen auf Watteschild. Sehr schön, wir sind schneller. Sternensturm. Das ist physisch, oder? So wie es aussieht. Alter. Wir machen das nochmal. War das so speziell? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen, ob wir jetzt drauf gehen. Ah, man muss sich wieder aufladen. Dann machen wir doch mal das da. Das ist irgendwie nicht so geil gewesen. Hauptklinge. So, Kopfnuss. Hey Kopfnuss, go! Oh, das war einiges besser. Und zurückgeschreckt. Boah. Felsenfest wegen jetzt Geschwindigkeit steigt. Oh. Ich hoffe, wir fangen trotzdem noch an. Nein, Blockklinge. Das bringt ja. Doch noch was? Quit. Na toll. Ihm hat er auch so wenig damit gemacht, oder? Okay. Elektro. Dein Einsatz. Was leider nicht irgendwie was Schnelles, aber. Oh, Knöttler. Bis generell. Natürlich verfehlen wir jetzt. Oh, komm. Tot. Alter. Glaube ich ja nicht. Ah, sehr wohl. Du musst regeln. Wow. Einfach nur wow. So, Psychokinese. Natürlich haben wir wieder verfehlt. Oh Mann, ich hätte irgendwas anderes wählen sollen, was 100%ige Chance hat. Deswegen mag ich alles nicht, was irgendwie 100% ist. Oder nicht 100% ist, so. Naja. Wenn es wichtig ist, dann passiert sowas. Tektas, ne? Nein, die Bandana. So. Nur noch effektiv, das ist gut. Oh nein. Alter! Wir haben jetzt nur überlebt wegen dieser Fähigkeit, oder was? Ach du Schande. Wow. Dukles. Und noch einfach weiter damit. Nichts effektiv? Oh. Macht trotzdem guten Schaden. Ah, Crit, deswegen. Okay. Nachtieb, ja. War aber gut. Sehr gute Arbeit geleistet. Und nochmal Crit abgefangen, jawohl. Läuft bei ihm. In die Nalos? Nö. Die Bärde. So, dann wollen wir nochmal Nitro-Ladung. Erhöhen wir noch ein bisschen unsere Geschwindigkeit. Ob wir noch nicht schnell genug sind. Down. Cesurio. Ne, wir bleiben drin.
So, und Feuerball. Schön. Das war der. Jetzt haben wir nur noch Tektas, oder? Bleiben wir immer noch drin. Warum hast du es denn so eilig? Lass uns doch in Ruhe unseren Spaß haben. Feuersäulen. Vielleicht reicht das ja sogar schon. Oh, ne, schon wieder Tiefschlag. Lass den Mist. Jawohl. Sehr gut. 66. Oh, meine noblen Pokémon. 12.800. Nehme ich. Verloren? Ich? Wie kann das? Wie ist das nur möglich? Wir haben die Meute vertrieben. Jetzt heißt es ab nach oben. Jede Sekunde zählt. Oh. Was war das? Oh, offenbar hatte mein Brüderchen eine ausreichende Zeit, um den Plan zu vollenden. Gehen wir. Und meine Pokémon? Die kümmert sich jetzt keiner oder was? Toll. Ihr seid ja Schweine. Ich bin mal weg. So, wir heilen unsere Pokémon. Und kommen dann hier nochmal wieder. Kann ich hier eigentlich meine Pokémon heilen? Nö. Aber ich kann ein paar Items kaufen. Aber nur ein paar Heil-Items. Weil wir es haben. Und weil wir es können. So, dann heilen wir unser Pokémon. Machen hier dann auch gleich Schluss. Und, ja. Ich bin guter Dinge, dass wir jetzt auf die legendären Pokémon treffen und vielleicht auch direkt den Meisterball werfen können. Da müssen wir gucken. Vielleicht machen wir auch eine Dynamaximierung. Naja gut, wir werden es herausfinden, aber erst beim nächsten Mal. Und wir gehen vorher natürlich noch shoppen, hab ich ja eben gesagt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.